Willkommen zurück zur Stoic Challenge Dark Souls 3 mit Spatzen auf philosophische Kanonen werfen. Heute. Ich habe mal wieder verbockt. Das ist zwar ein Video, das mich zeigt, wie ich spiele. Das ist aber nicht live. Das heißt, ich kommentiere das jetzt nachträglich. Das hat einen Vorteil. Das hat den Vorteil, dass ich nicht abgelenkt bin, dadurch, dass ich jetzt nicht steuern muss. Das hat einen großen Nachteil. Erstens, dass man meine psychische Verfassung beim Spielen nicht sieht. Und das ist ja so ein bisschen der Punkt der ganzen Übung hier. Das ist in dem Fall besonders schade, weil das Thema, über das ich reden wollte, sehr eng damit zusammenhängt, wie ich mit dem, was vorher passiert ist, namentlich diesen 27 Todesfällen gegen die Tänzerin fertig geworden bin. Aber es hat den großen Vorteil, dass ich nicht abgelenkt bin. Deswegen, ja, ich will jetzt nicht sagen, es ist positiv, weil es ist schon schöner, wenn das Ganze aus einem Guss ist, aber dafür kann man jetzt die Gedanken wahrscheinlich besser verfolgen. Kurz zur Orientierung, das ist ja die Stelle, an der ich mir letztes Mal die Zähne ausgebissen hatte, wo dieser eine Ritter und der eine Kleriker, der Kleriker noch nicht mal besonders stabil, der stirbt relativ schnell mit einem Schlag meistens, sich als erstaunlich widerstandsfähig erwiesen haben und direkt danach dann nochmal sehr harte Gegner kommen. Ich habe dann vor diesem Video ein bisschen geübt, ohne Aufnahme, einfach immer wieder das versucht, bis ich durch war. Das sehen wir gleich, was durch sein in dem Fall bedeutet. Und das ist so der Punkt, den ich heute machen möchte. Das war ja bei der Tänzerin so, dass das nicht nur sehr schwer war. Wie gesagt, das hatte ich ja auch schon online gesehen, dass das allgemein in der Community so akzeptiert wird, dass das einer der schwierigeren, dass die einer der schwierigeren Bosse im Spiel ist. Sondern dass das auch ein Rückfall war für mich. Und zwar ein Rückfall in dieses Verhaltensmuster, dass alles, was sich besonders widersetzt, eine unzumutbare, unfaire, ich habe es dann auf die Technik geschoben, ich habe es auf das schwierige Design dieses Gegners geschoben, ich habe es auf alles Mögliche geschoben, nur nicht bei mir das Problem gesucht. Und ich habe es dann ja während des Kampfes noch bemerkt und dann am Ende gesagt, die Tatsache, dass ich jetzt besser werde, heißt, ich muss ja vorher schlechter gewesen sein. Und das war nicht nur einfach eine lustige Bemerkung, sondern das war ja wirklich eigentlich im Sinne dieser Stoic Challenge ein Versagen meinerseits. Ich habe mich verhalten, als hätte ich jetzt gelernt, wie man Dark Souls spielt. Und wenn jetzt das noch nicht klappt, dann muss das wieder an externen Gründen liegen. Und abgesehen davon, dass das unklug ist in der praktischen Logik, weil natürlich, wenn ich annehme, dass alles von außen kommt, alles Problem, das ich habe, von außen kommt, dann kann ich es nicht lösen. Ich kann nur die Probleme lösen, die, okay, das ist banal, aber ich meine, ich kann nur das verbessern, worauf ich auch einen Einfluss habe. Die Tatsache, dass die Framerate einbricht, was sie tatsächlich tut, da habe ich keinen Einfluss drauf. Und deswegen ist es auch nicht produktiv, sich darüber aufzuregen. Es ist produktiv, das zur Kenntnis zu nehmen und zu sagen, okay, ich muss mich jetzt hier besonders anstrengen, besonders aufpassen und besonders vorsichtig sein vielleicht auch, weil meine Inputs nicht zeitgerecht angenommen werden und weil ich nicht so gut reagieren kann, wie das normalerweise anderswo der Fall wäre. Aber drüber raus sich aufzuregen, ist vollkommen sinnlos. Es ist, also angefangen haben wir mit der Stoic Challenge als dieser Aufgabe, bei Rückschlägen, bei Frustrationen die negativen Gefühle nicht zuzulassen, weil die Aufmerksamkeit abziehen von der eigentlichen Aufgabe. Und das ist natürlich ein praktisches Problem, diese Aufmerksamkeitsbindung. Aber es ist ja auch in einem Problemlösungssinn einfach der falsche Weg, sich darauf zu konzentrieren, wie unfair das alles ist. Ich habe das, glaube ich, irgendwann sogar gesagt, als die Tänzerin da durch die Luft gegriffen hat und mich, während ich noch ausgewichen bin, hat sie mich eingefangen und umgebracht. Und habe dann gesagt, das ist unfair, dass sie mich, während ich ausweiche, einfangen kann. Und das ist natürlich auch Quatsch. Das fühlt sich unfair an. Das stimmt. Aber das ist nicht unfair, es ist, was es ist. Um mal Trump zu zitieren an der Stelle.
So ist sie nun mal designt. Man kann diesem Griff nicht im normalen Sinn ausweichen, indem man wegrollt. Man kann ihm nur ausweichen, indem man nicht da steht, wo die Hand vorbeikommt. Und das muss man eben lernen. So, was ich auch gelernt habe übrigens, jetzt mal ein bisschen über das Spiel zu reden. Man sieht das vielleicht, dieser Moveset. Die größeren Waffen in diesem Spiel haben alle einen Spezial, gar nicht immer einen Angriff, sondern eine Spezialeigenschaft. Im Fall von diesem Greatsword ist das dieser Stance, wo er einen Ausfallschritt nach vorne macht und dann das Schwert so senkrecht hält. Und dann aus dem Stance kann man mit einem weiteren Tastendruck in diese Rotationsattacke übergehen. Und diese Rotationsattacke ist toll, weil die nahezu alle Gegner staggert. Beim ersten Durchgang schon. Das heißt, die können dann selber nicht angreifen. Man hat dann genug Zeit, auf Abstand zu gehen. Die andere Strategie, über die ich jetzt weggequatscht habe, die ich hier angewandt habe, die man jetzt auch gerade jetzt wieder gesehen hat, ist, ich habe entdeckt, dass diese ganzen Gegner nicht in der Lage sind, diese Schwelle da zu überschreiten. Das ist einfach, das ist nicht vorgesehen in ihrer AI. Die können da nicht raus aus diesen Räumen. Und damit kann man natürlich dann, was ich jetzt gerade ein paar Mal gemacht habe, schießen. Hier ist noch einer versteckt. Den machen wir auch noch Platz. So, jetzt sind wir einmal durch. Durch habe ich ja angekündigt, was das heißen wird, wird man gleich sehen. Wir haben jetzt drei Ritter und drei von diesen Klerikern kaputt gemacht und da ist schon das nächste Bonfire. Das war, als ich das entdeckt habe beim Üben, ganz angenehm, weil das so eine Rückversicherung war, dass es nicht meine Fehlwahrnehmung war, dass das ganz schön schwierig war, da diese Ritter, sondern das ist so gedacht. Und auch das ganz interessant, ist jetzt nicht mein Gedanke, das habe ich online irgendwo gelesen. Aufgrund des Spieldesigns vorher, es gibt ja diese beiden Gegner, Yorm the Giant und Aldrich the Devourer of God, den Götterfresser, die man in beliebiger Reihenfolge machen kann. Das ist ganz schön, weil es einem Freiheit gibt. Das ist aber für ein Spiel, das so Rollenspielelemente hat, gleichzeitig eine Designherausforderung. Weil das ja nur funktionieren kann, wenn die beide ungefähr gleich schwer sind. Und das wiederum heißt, dass beim zweiten der zweite leichter sein wird als der erste. Und das ist, wenn ich das gewusst hätte, und vielleicht gibt es auch Walkthroughs, die einem das empfehlen, hätte ich natürlich Jorm zuerst machen können. Der ist ja durch diese Spezialwaffe, mit der man ihn einfach so niedermähen kann, ein bisschen leichter als Aldrich. Und dann wäre ich bei Aldrich stärker gewesen, hätte ein höheres Level gehabt. Und nachdem man die beiden fertig hat, öffnet sich das neue Areal und dann macht es natürlich in der Schwierigkeit schlagartig einen Sprung. Weil wo man bei Yorm und Aldrich als Spieldesigner davon ausgehen muss, dass jeweils der jeweilige Gegner der ist, den man zuerst macht, also der darf nicht schwerer sein als das Minimallevel, das man da hat. Wissen wir hier, wenn wir hier ankommen, haben wir alle vorher besiegt. Und das ist einer der Gründe, warum das hier plötzlich so viel schwerer wird. Wir werden aber jetzt auch sehen, dass es auch wieder so eine Wahrnehmungssache, dass so viel schwerer ist es gar nicht. Das waren diese paar Ritter. Wie gesagt, das Spiel gibt einem auch durch dieses Bonfire zu verstehen. Wir wissen, das war jetzt schwer, aber du hast es ja geschafft. Ja. Im Ganzen, worüber ich auch geredet habe in der Aufnahme, die jetzt verloren gegangen ist, ist, was das bedeutet, dass ich diesen Rückfall hatte, dass ich zurückgefallen bin in erstens diesem Frust bei der Tänzerin. Das klappt nicht, das liegt an mir, das liegt an externen Umständen. Also eben nicht, das liegt an mir im Sinne von, hier gibt es was ich verbessern kann, sondern eher diese Selbstwertgefühlprobleme. Das ist sehr übertrieben ausgedrückt, das ist ja nur ein Computerspiel, aber das hat immer so eine Komponente von, vielleicht bin ich ja doch zu blöd fürs Spiel. Das kennt ja jeder, der sowas spielt. Vor allem, wenn man weiß, andere Leute marschieren da durch und werden gar nicht erst getroffen von den Gegnern. Und dieser Rückfall, das Interessante für mich daran war nachträglich jetzt, hier eine kleine Mimikprobe, um sicherzustellen, dass die Truhe kein getarntes Monster ist, aber an dieser Kette kann man es auch erkennen, die ist jetzt, weil es hier so nach hinten gebogen, dann ist das kein Mimik. Wenn die nach vorne ist, vorne geht, dann ist es ein Mimik. Ja, der Rückfall war vorübergehend. Das ist das Angenehme. Also das Unangenehme ist, dass trotz der vielen, vielen Stunden, die vorher mit Reflexion und Meditationskinkerlitzchen und dem ganzen Quatsch, den ich hier veranstaltet habe und den ich geredet habe, ganze Reflexion dieses Spielmechanismus hier übrigens sieht man, das ist diese vermeintliche Sackgasse am Anfang, da könnten wir jetzt runterspringen.
Und dann wären wir da, wo wir hier reingekommen sind, in das Areal. Ja, rechts rum ist die Schleife mit den Rittern. Das ist alles auf den ersten Blick immer verwirrend bei diesen Dark Souls-Spielen. Und sobald man mal den Überblick hat, hängt das alles sehr, sehr architektonisch auch logisch zusammen. So, jetzt kommt gleich ein schöner Moment, wo wir hier zum ersten Mal in die offenen Räume von Lothric Castle rankommen. Einmal ist natürlich die Farbe des Himmels sehr hübsch. Aber wir werden das gleich noch ein bisschen besser sehen, was da passiert im Himmel. Das ist vielleicht bislang mein Lieblingsareal. Das Spiel ist ja eh sehr schön designt, aber das ist vielleicht hier das, was mir bislang so am besten gefällt. Aber erstmal müssen diese Kameraden hier weg, damit wir uns das in Ruhe angucken können. Ja, der Rückschlag war relativ kurzlebig. Und ich habe das ja auch in den Videos gesagt. Zum Teil lag das natürlich einfach daran, dass meine kognitive Energie gebunden war durch die Hitze. Das ist ja was, was man immer bedenken muss, wenn man eine kognitive Aufgabe hat, wenn man eine Disziplinaufgabe hat, wenn man irgendwas hat, was Konzentration erfordert, dann ist alles andere, was Konzentration bindet, ein Hindernis, auch wenn das gar nichts mit der Aufgabe zu tun hat. Wenn man Hunger hat, kann man solche Aufgaben nicht so gut lösen. Wenn am heiß ist, kann man solche Aufgaben nicht so gut lösen. Obwohl das eigentlich an der Oberfläche egal sein sollte. So, wir erkunden hier weiterhin Lothric Castle. Das ist jetzt der Teil, wo es ein bisschen schade ist, weil ich jetzt schon alles weiß. Und ich bin sehr gut orientiert mittlerweile hier. Beim ersten Mal durchgehen ist das natürlich alles verwirrend. Was ist jetzt passiert zum Beispiel? Das Geräusch, da ist ein sogenannter Winged Knight von oben runtergefallen. Und es wird sich gleich herausstellen, dass dieser Winged Knight so dicker ist, erstaunlich mobil ist und putt. Schöne Rüstung auch, hat der Kamerad. Ja, also wie gesagt, das Positive ist, dieser Rückfall in die ursprünglichen Muster ist relativ schnell danach vorbei gewesen. Der wird jetzt nicht nur daran gelegen haben, dass mir heiß war, der wird auch daran gelegen haben, dass dieser Gegner besonders frustrierend war und dass eben, und das ist ganz interessant daran, dass zu den Frustrationen, die eh schon im Spiel eingebaut sind, schwerer Gegner, schwer zu lesende Bewegungen beim Gegner, also zum Beispiel diese Grab-Attack, das habe ich ja bis zum Schluss nicht so richtig verstanden. Der kann man ausweichen, aber ich habe mich ein bisschen angestellt, rauszufinden, wie man der ausweichen kann. Bin immer wieder erwischt worden davon. Aber unabhängig von all den Umständen war es trotzdem ein Rückfall. Und aber wie gesagt ein momentaner. Das ist ganz positiv. Und auch ganz also das ist eine ganz interessante Einsicht darin, wie diese ganzen Mechanismen funktionieren. Weil man ja diese Einsicht haben kann, dass der Stoizismus als praktische Lebensphilosophie eine sehr solide Basis ist. Dass man eben von Rückschlägen sich nicht beeindrucken lassen soll, dass man den Fehler nur in dem Maß bei sich suchen soll, wie man ihn auch korrigieren kann und alles andere ignoriert und so weiter. Aber die Einsicht reicht eben nicht. Man muss das ist ja das Prinzip der Verhaltenstherapie dann in der Psychologie oder in der Psychotherapie, man muss das durch Verstärkung, durch Einübung, muss man sich quasi die Reflexe aneignen, die dieser Erkenntnis auch entsprechen. So, hier der Versuch einer Plunge-Attack, der kläglich scheitert. Ich habe auch seit der letzten Folge alle meine Gegenstände aufgewertet und ich glaube sogar auch Level schon aufgezogen. Die Estusflaschen. Aufgewertet. Ich bin jetzt nicht mehr ganz sicher. Das ist auch der Nachteil, wenn man die Aufnahme verliert, was ich in welcher Folge erzählt habe. Aber ich habe ja zwei
Estus Shards noch gefunden und einen Undead Bone Shard und das alles angewandt, sodass ich jetzt 13 Estus Flaschen im Moment habe und die auch ein bisschen mehr Health produzieren als vorher. Das heißt, abgesehen davon, dass ich geübt habe und dass ich wieder zurück bin in der eher gelassenen Ausprobieren und mit Ruhe reagieren und nicht so genervt sein, Haltung, bin ich auch einfach stabiler, robuster und besser aufgestellt. Also deswegen dieser Winged Knight gerade, war ja jetzt kein großes Problem. Zur Orientierung, wo wir hier stehen, das ist jetzt ja der Weg geradeaus von dieser Empore aus, von diesem Balkon. Also jetzt hier, bevor ich weiter quatsche, nochmal kurz den schönen visuellen Eindruck. Da fliegen diese drachenartigen Gespinstgeschöpfe. Sieht ein bisschen aus wie ein Nervensystem oder Blutgefäße oder vielleicht auch Pflanzewurzeln, könnte auch sein. Sehr schönes Design, finde ich. Unheimlich, aber auf eine sehr ästhetisch befriedigende Weise unheimlich. Also sehr, auch dass die so stumm, kein Gebrüll, greifen auch nicht an, die fliegen einfach durch den Himmel über dem Schloss. Und da drüben die dunkle Sonne, auch sehr schön. Hier bin ich jetzt verwirrt, weil ich nicht weiß, woher dieses weiße Zeug gerade kam. Das wird auch noch eine Weile so bleiben. Also ich weiß es natürlich jetzt, aber im Spiel habe ich eine ziemliche Weile gebraucht. Wieder ein bisschen schade. Das ist ein bisschen ernstzunehmender Gegner, weil er diese lange helle Barde hat und damit eine irrsinnige Reichweite. Aber mein lächerliches Schwert hat natürlich auch große, große Reichweite. Gerade auch gesehen. Das sind also taktische Dinge. Ich mache den Fehler immer noch, ich werde ihn auch weiterhin machen, unbekannte Gegner direkt anzugreifen. Aber eigentlich kann man ganz viel natürlich bewirken und auch das kann man als Metapher fürs Leben nehmen. Wenn man sich erstmal aus der Entfernung anschaut, wie die Muster der Gegner sind, dann sind viele von diesen Attacken gar kein Problem mehr. Weil jetzt er zum Beispiel hat eine so lange Recovery, wenn der mit der Axt einmal zugeschlagen hat, dass man da problemlos ein, zwei Angriffe unterbringen kann. Das heißt, man muss sich einfach nur gerade so außerhalb der Reichweite der Axt aufhalten und dann ist der gar kein Problem. So, jetzt habe ich allmählich verstanden, wo diese Bomben herkommen, oder es dauert jedenfalls nicht mehr lange. Genau, die habe ich jetzt gesehen. Die kommen von da oben, das heißt, die kann man auch nicht verhindern, dass sie runterfallen. Da greife ich jetzt die Flucht, weil der Effekt, den diese Bomben mir zufügen, ist ja der Statuseffekt, dass Estus-Trinken nicht funktioniert. Das sieht man hier auch. Jetzt geht es wieder. Das war ein Glücksfall, dass ich sogar weggerannt bin, weil das wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht. Das habe ich da rausgefunden, was es mit diesem Effekt auf sich hat. Ein Schild bekommen, ein Titanite Chunk. Es geht ganz flott voran. Und dadurch, dass wir so viel Estus haben, jetzt immer noch 6 Füllungen. Noch ein Blick auf die schöne Spielwelt. Weiter geht's. Hier
Ja, noch eine von den Sackgassen, wo man sich schon denken kann, dass man da irgendwann später wieder runterkommen wird. Das ist ja auch bei einer Spielwelt, die so groß ist, lässt sich das ja gar nicht vermeiden, dass sich Dinge wiederholen. Hier ein Bonfire und jetzt kommt dann gleich die Inspiration für den Titel dieser Folge, mit Spatzen auf Kanonen werfen. Also das war nur, um die Zählung hier beizubehalten, das zweite Bonfire in dieser Folge. Es geht mit großen Schritten voran. Auch wenn meine Spielfigur gerade extrem vorsichtig geworden ist. Nicht ganz grundlos, wie wir gleich sehen werden, aber doch, hier ist erstmal nichts los. Hier liegen nur Tote rum. Da drüben sieht man schon den Kopf eines toten Drachen. Was hier passiert ist, ist ein bisschen unklar. Es sind ja viele von diesen Rüstungen, in denen offensichtlich mal Ritter waren, die jetzt aber leer sind. Hier ist ein toter oder schlafender Drache. Er bewegt sich, er ist gar nicht tot, er schläft. Diese Rüstungen sind teils rot, also haben diese rote, so wie er hier, einen Schulterumhang. Sind aber nicht alle so. Da eine blaue Variante. Diese Ritter mit den großen Schilden sind sehr lästig. Vor allem wegen dieser langen Kombos und dieser Stagger-Attacke mit dem Schild. Auch gegen diesen Angriff sehr gut gedeckt. Aber am Ende geht es ihm dann doch an den Kragen. So, hier haben wir eine weitere Sackgasse. Bleibt eine Brücke mit einem Drachen drauf. Bei Dark Souls nie ein gutes Zeichen. Bleibt natürlich auch noch diese Treppe hier, aber die führt, wie sich herausstellt, nur zum Bonfire zurück. Das heißt, der einzige Gegner hier war dieser Ritter. Der Ritter, der ja schlafend an und abgewandt da in der Ecke steht. Das hätte jetzt eigentlich bedeutet, dass es eine gute Gelegenheit ist, den Estus aufzufüllen durch Bonfire setzen, aber ich habe mich entschieden, das nicht zu machen. Ja, da habe ich mit Sicherheit noch mal was über das Design von diesen Aderdrachen erzählt. Ja, das wäre nicht passiert, hätte ich das Bonfire benutzt. Aber die gute Nachricht ist natürlich, es ist auch egal. Wir hatten keinen Ember drauf. Es ist zwischen Bonfire und der Todesstelle jetzt keine Lücke. Das, was sich jetzt natürlich einstellt, ist Erinnerung. Ich erinnere mich an die letzte Situation, in der ich an solchen Drachen, oder streng genommen, sind das keine Drachen. Ich weiß nicht, ob ich das in der Folge erzählt habe oder in einer anderen.
Es gibt ja im englischen Sprachraum die Unterscheidung zwischen Dragon und Wyvern. Ein Wyvern ist ein Tier, das wie eine Fledermaus die vorderen Gliedmaßen zu Flügeln umgeformt hat. Wenn wir uns die genau angucken, dann ist das bei denen so. Das sind also Wyverns. Ein Dragon im Gegensatz dazu ist ein Tier, das vier Beine und Flügel hat. Das also biologisch vermutlich evolutionär aus Insekten hervorgegangen ist. Wegen der sechs Gliedmaßen. Das hier sind also zwei Wyverns und das andere Tier, das wir vorher schon mal erledigt haben, war auch ein Wyvern. Den vorigen habe ich ja mit Pfeil und Bogen verjagt. Ich denke ja so ein bisschen drüber nach, was ich machen kann, aber es zeichnet sich schon ab, diese Feuerattacke macht mich platt, wirft mich um, das heißt, ich kann da nicht einfach drüber rennen. Und sobald ich mich der Brücke nähere, kommt die. Ich habe mittlerweile herausgefunden, wie eine andere Strategie ist, diese Drachen umzubringen. Aber die ich jetzt wähle, hat auch funktioniert. Ja, kann ich nicht mehr rekonstruieren, was ich da erzählt habe, warum ich da mich einmal im Kreis drehe und gucke. Jetzt jedenfalls müsste ich dann bald mal auf die Idee kommen. In der Nachteil, wenn die Aufnahme verloren geht. Offenbar habe ich jetzt erst verstanden, dass man nicht einfach drüber rennen kann, dass das nicht ein Feuer ist, das man aushalten kann. Dauert alles ein bisschen länger, als wenn man es schon weiß. So ist das nochmal. Schön designt, das weiß ich noch, da habe ich lang drüber geredet. Das sind ja eher Fernost-Drachen als mitteleuropäische Drachen oder Wyverns mit diesen dreieckigen Köpfen. Ja, jetzt kommen die Spatzen, mit denen wir gleich auf die Kanonen schießen. Denn ich habe ja bislang das Bogenschießen sehr vernachlässigt. Ich habe überhaupt nur drei verschiedene Bogen. Einer davon ist nicht benutzbar wegen meiner Eigenschaften und von den zweien, der eine ist nicht richtig aufgewertet, Dragon Bow plus 3. Die Pfeile sind auch Schrott und das werden wir gleich sehen, wie sich das dann äußert. Ich habe 98 Pfeile. ...59 Schaden und wenn man die Health Bar anguckt, der Schaden ist noch gar nicht sichtbar. 53 ist so wenig im Verhältnis zur Gesamt-Health dieses Drachens, dass das nur so ein bisschen an ihm kratzt. Jetzt sieht man es so ein kleines bisschen, damit es ein ganz kleines bisschen schwarz am rechten Rand. Aber man sieht schon, das wird vermutlich schwierig mit dieser Methode. Die Hoffnung, die ich hatte, war, also es war schon klar, ich werd ihn nicht tot kriegen damit. Das sind deutlich mehr als 100 von diesen Inkrementen, die man da braucht, um diese Health Bar leer zu kriegen. Aber die Hoffnung war, vielleicht wenn er die Hälfte weg hat, ergreift er die Flucht wie der andere. Und wenn man jetzt verstiegen sein will, kann man das wieder als Metapher für Erfolg nehmen. Denn was wir ja uns gerne erzählen an Erfolgsgeschichten ist, Steve Jobs hatte eine brillante Idee,
Und jetzt ist er der, einer, war er dann einer der reichsten Männer der Welt. Was wir gerne verschweigen, ist erstens natürlich, dass viele andere Leute, die ähnliche Ideen hatten, gescheitert sind mit denen. Aus Gründen, die gar nichts mit der Idee zu tun haben müssen, sondern auch Umstände halber sein können. Das heißt, die Auswahl ist ja Teil der Erklärung, warum Steve Jobs so erfolgreich war, ist eben, dass er derjenige ist, der erfolgreich war. Deswegen erzählen wir uns seine Geschichte. Aber das Wichtigere ist, dass wir oft den Teil, den man jetzt hier sieht, vergessen. Dass der große Erfolg erfordert, dass man 100 winzige Pfeile irgendwohin abschießt. Und wie wir sehen werden, ist es gar nicht garantiert, dass das klappt. Aber ich kann nur noch mal auf das Design hier verweisen. Die gefallen mir wirklich sehr gut. Auch die Art, wie die sich bewegen. Das ganze Areal ist sehr schlüssig im Design. Also es ist nach wie vor, was die Story dahinter angeht, alles ein bisschen nebulös. Das ist ja so auch das Dark Souls Designprinzip. Es gibt ja im Garten unten diesen Consumed King. Eine offensichtlich gequälte Kreatur. Wo ja auch Klagelaute in der Luft liegen, wenn man sich da nähert. Wir wissen nicht, ist das der König dieses Schlosses, aber es liegt ja nahe. Es ist ein Königsschloss und da ist ein Consumed King drin. Dann wird das wohl der König gewesen sein, zumindest mal. Hier sind jetzt Drachen und hindern Leute daran, da reinzugehen. Drachen haben ja eine Sonderrolle in der Dark Souls-Mythologie. Als diejenigen, von denen die nachfolgenden Wesen, nicht nur die Menschen, sondern auch die Götter, die Welt übernommen haben. Das ist eng verknüpft mit dem Feuer. In dieser Quasi-Religion, die dem Ganzen zugrunde liegt. Also, was machen die da? Wie kommen die da hin? Das Bonfire, habe ich entdeckt, heißt Dragon Barracks. Ist natürlich unklar, ob das bedeutet, dass das Barracks für Drachen sind. Also, eine Kaserne für Drachen. Oder nur eine Kaserne und da eben sich Drachen befinden. We don't know. Ja, jetzt sind wir hier runter auf unter der Hälfte der Health, aber noch 8 Pfeile. Das ist schon völlig klar, das kann nicht klappen. Die Hoffnung bis zum letzten Pfeil wird sein, vielleicht überschreiten wir jetzt das letzte Drittel und der Drache macht sich auf die Flucht. Noch 2, noch einer und alle. Ja, dieser spezielle Steve Jobs gründet kein Riesenunternehmen und wird nicht legendärer Businessman. Dieser spezielle Steve Jobs hatte die richtige Idee und es hat aber trotzdem nicht geklappt. Der einzige Ausweg jetzt ist zurück zu Firelink Shrine. Ich habe ja auch genug Seelen angesammelt und darf Pfeile einkaufen und wiederkommen. Das Wiederkommen machen wir in der nächsten Folge. Für dieses Mal sind wir fertig. Und damit habe ich auch die gelöschte Aufnahme wiederhergestellt. Wie gesagt, meinen Tonfall und so kann man jetzt nicht mehr erkennen, aber ich kann garantieren, dass ich auch beim Spielen sehr ruhig und also die Stoizismuswertung daher kommt. Und das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.